Die Idee zur Klappkirche, die habe ich bekommen 2013 schon, als ich auf einer Fortbildung war im Bistum Hildesheim zum Thema lokale Kirchenentwicklung. Und letztlich über den Innovationsfonds des Bistums konnten wir diese Klappkirche finanzieren und haben sie dann zu uns geholt. Und dieses Projekt ist jetzt im Entstehen. Das Spezielle an der Klappkirche für mich ist, dass sie die Brücke schlägt in den Alltag der Menschen, in den Alltag der Familien. Also Klappkirche ist nicht umständlich mit der Kirche ums Dorf, sondern es ist eigentlich ein gezieltes mit der Kirche ins Dorf, mit der Kirche zu den Menschen. Das heißt, dorthin zu gehen, wo die Menschen schon sind. Also heute gehen wir hier bei der Einweihung auf den Berliner Platz. Das ganz Spezielle an der Klappkirche ist, dass ich einen Kirchenraum habe, den ich relativ schnell aufbauen kann. Und ich sehe sofort, da ist die Kirche. Die passt genau in den Bus hinein. Das erste Mal war es ziemlich kompliziert, aber wir haben sie jetzt schon ein paar Mal aufgebaut. Wir werden heute die Kirche einweihen. Wir frieren jetzt lieber etwas, aber feiern dann draußen. Ich bin sehr aufgeregt, wenn das Bild enthüllt wird und bin gespannt, wie das Bild wirkt auf die Leute. Also Menschen kommen sonntags nicht mehr in den Sonntagsgottesdienst, weil es familientechnisch nicht passt, weil die Uhrzeit nicht günstig ist. Wenn wir aber um 4 Uhr in den Kindergarten sind, wenn die Kinder abgeholt werden und sagen, okay, jetzt bleiben wir einfach noch eine halbe Stunde länger, bauen die Klappkirche auf und können Gottesdienst feiern. Menschen auch mit Kirchen, mit Glauben in Berührung bringen, so dass es für sie im Alltag auch gut passt. Die Klappkirche geht gut mit Kindern, mit Familien, aber auch mit Senioren. Ich fand das ziemlich faszinierend. Ich wusste auch vorher gar nicht genau, was das eigentlich ist. So wie Essen auf Rädern, Kirche auf Rädern, also bring die Kirche zu den Leuten, finde ich ein ganz, ganz tolles Projekt. Das ist Kirche to go, weil man die mitnehmen kann überall hin. Ich freue mich, dass wir mal draußen Gottesdienst feiern können. Hier sitzt man mal auf den Bänken und dann mal auch in der Klappkirche. Weniger Schmuck, aber dafür mehr Stimmung. Man hat die Natur um sich herum, aber es ist so frei. Es läuft etwas anders als im normalen Gottesdienst. Macht Spaß einfach, macht die Kirche lebendig und innovativ. Wenn ich die Eucharistie in der Klappkirche draußen feiere, dann verliere ich natürlich so ein wenig die schützenden Kirchenmauern, bekomme aber ganz viel Welt hinein und das ist das Spannende. Es war ein wunderschöner Gottesdienst. Gegen Ende kam die Sonne raus. Da dachte ich, okay, die himmlische Regie funktioniert ja doch. Mit der Temperatur okay, aber einfach schön. Ja.